Moin Leute, herzlich willkommen zurück. Heute packen wir mal die Sniper-Skills aus. Ich spiele Pokevarus. Ja, viele von euch werden sich noch damals an die Meta erinnern. Das war, finde ich, mit die spaßigste Zeit als ADC. Für die anderen nicht. Ich weiß, Varus, Lethality, MF, Jhin, das hat schon reingeknallt. Und aktuell ist es wieder in Ordnung. Man kann es spielen. Also in der LCS wurde das ab und zu mal ausgepackt. Und ich probiere es gerade so ein bisschen mit, ja, mäßigem Erfolg, aber es macht halt Spaß und aktuell muss man irgendwie Wege finden, in solo Queue Spaß zu haben, ne? Also, ich hoffe, ihr habt den auch, ne? Let's go. Sivir spielt mit Doran Schild und hat eine Yumi im Nacken, also auf der Lane wird das mit dem Poken relativ schwer werden, glaube ich. Ah, no. Ja, der Flash war nicht so clean, Leute, sorry. Ja, Exhaust ist raus. Oh, da ist ein Yali. Clean, mein Sohn. Das war ja richtig schön, Thresh. Holy shit. Alter. Alter, Thresh. Du bist ja Gott! Das gefällt mir. So, so eine Supporter. Gerne häufiger Riot, ne? Niederlelele. Alter. Thresh. Ich weiß nicht, was ich noch zu dir sagen soll. Keine Ahnung, was der in seinem Frühstück hatte, aber bitte iss mehr davon. Alter, Thresh, jetzt hör doch mal auf, Mann. Das ist doch nicht mehr legal, was der Junge macht. Holy shit, Alter. Gut, Irelia hat ihn leider out, Irelia hat, ne? Varus vor der Head zu spielen ist auch sehr lecker, muss man sagen. Also, das Problem mit Pokevarus ist, wenn du wirklich behind fällst, ist nicht so geil, weil wenn die Gegner dich die ganze Zeit engagen können, ist dein Poke nicht so krass und wenn du nicht genug Gold hast, dann ist dein Poke auch nicht so krass und wenn dein Poke nicht so krass ist und du Pokevarus spielst, dann hast du auf jeden Fall ein Problem. Gangplank kriegt da oben Turret, wunderbar. Ah, Thresh, jetzt nicht übermütig werden, ne? Du bist krass, aber Leak hat auch Grenzen, muss man sagen, ne? Oh, der Poke. Ja, das haben wir, das Game. Das ist doch richtig Premium. Gangplank, nein! Oh, shit. Ja, alles gut. Kata? Heute, wir beruhigen uns jetzt alle mal wieder. Ah, eine 8-Kill-Irea mit einer Yumi im Nacken wird auf jeden Fall sehr angenehm werden. Oh, jetzt ist die Irea nicht mehr ganz so low. Alter. Das ist übelst der Raid-Boss. Oh, halbes Leben weg, sehr schön. Das gefällt mir. Ich habe halt auch ganz guten Sustain, ne? Boah, das ist so eklig, ne? Aua! Shit. Ey, diese Irea. Ja, also wir sollten wirklich versuchen, groupen, poken. Also, die haben halt ordentlich Heal, aber wir haben Executioners auf mir. Ich glaube schon, dass wir mehr Poke haben, als die Heal haben. Die gehen, also, sogar die Niederle geht für Ahn. Also, die gehen wirklich nur für die Support, die Irea kommt, Alter. Gut, die Irea möchte nicht gewinnen. Das ist natürlich sehr schön.
Auf den Thrashes fucking Verlass. Ja, ist okay. Oh nee, ist nicht okay. Scheiße, da bin ich wirklich noch gestorben. Oh no. Ah. Selbst wenn der Thresh intet, intet er nicht wirklich. Es ist krank, der Junge. Er hört einfach nicht auf mit dem Smurfen. Top nehmen, top, top, top. Ah, Gangplank lebt gleich wieder, das ist ein bisschen risky. Nee, 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 sollten wir nicht machen. We should not do that. Gleich wieder Ultimate, vielleicht können wir turnen, wenn die greedy sind. Das wird ja richtig intens hier, das Game. Oh, meine Ult war auf jeden Fall wieder maximal stark gerade. Oh, das ist ein bisschen deep. Das ist wirklich ein bisschen sehr deep, glaube ich. Ich kann da nicht rein. Ich kann da nicht rein. Ah, we got this, we got this, we got this, we got this. Easy, easy, easy. Jawollo. Alter, der Gangplank. Ja, in solchen Fights bin ich jetzt halt nicht die Carry-Maschine, ne? DPS ist jetzt nicht unbedingt mein Milieu. Da machen uns die Gegner ein bisschen einfacher. Ja, GG, das war ein gutes Game, aber auf den Schultern von Thresh. Also, was hat der Junge gemacht? Hallo? Der kriegt auf jeden Fall einen richtig, richtig fetten Honor. Ich weiß gar nicht, ob mein Schaden so insane war. Ich glaube, der Gangplank, die haben, glaube ich, alle guten Damage gemacht. Und ich habe halt nicht so viel pauken können. Also, ich glaube, mein Schaden ist eher so im Mittel... Ja, doch, okay. Ja, akzeptieren wir, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nachher 18 Uhr, King of Spandau ist wieder am Start, ne? Da rasieren wir ein paar Noobs mit Spin. Vielleicht packe ich meinen Varus auch aus. Also schaltet auf jeden Fall ein, weil dann haben wir das in live. Und ich hoffe, wir sehen uns.